Ich würde gern durch. Hallo? Was ist? Du bist auch an unseren Versicherungen interessiert? Ja, mach Platz. Dann empfehle ich unsere Versicherung mit Selbstkostenbeitrag. Was? Oh. Bist an einer unserer Versicherungen interessiert? Ich komm nicht durch, das ist doof. Wo ist Eris überhaupt? Nein, nein. Haupt. Du steigerst dich da zu sehr hinein. Nein, nein, nein. Ah, nee. Das brauche ich mir von dir nicht sagen lassen. Eine Katze. Ach, das ist eine Taube, wa? Katze will Taube fressen. Aber komisch, dass die hier über Mädels reden, aber dann so eine Tierzeitung in der Hand haben. Melita, kein Zweifel. Das ist Wissen. Muss ich nicht verstehen. Wissen. Empirisch belegt. Ah. Oh nein. Das hier ist. Das neue Fräulein Foria ist hier hervorzuheben. Ich muss zum nächsten Punkt. Boah, komme ich hier überhaupt durch? Ja. Alles so offen hier, die ganzen Märkte und so. Und alles. Sahara. Eigentlich müsste man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, sich hier umzugucken, weil es sieht ja eigentlich schon ganz interessant aus und alles. Ich hab doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Ich? Achso, sie. Echt mal. Und dabei hätte sie so fest. Es passt nicht zusammen. Oh, hallo. Ah, hier war ich schon. Schade. Oh, es hackt schon wieder. Nee, runter. Platz da. Ach, vom Sohn. Ha. Oder? Tatsa. Ja, Mutter hat er gesagt. Also... Ich würde sagen, die sind relativ gleich alt und die halten sich auch fest, als wären die... Vor allem sieht er ziemlich alt aus. Und sie bald sogar ein bisschen jünger. Niemals ist das seine Mutter und so wie die festhalten, also... Ein Sohn wird ihre Mutter nicht so festhalten. Das wird bestimmt das bloß die deutsche Synchro sein, die das jetzt so macht, warum auch immer, aber... Das ist garantiert original kein Eltern- und Sohn-Teil. Das kannst du vergessen, glaube ich nicht. Guck mal hier. Noch so eine Gasse. Also das war eindeutig ein Liebespaar. Ich bitte euch. Ich weiß nicht, wieso die jetzt so komischen Text dabei hatten. Ach. Da komme ich wieder nicht rein. Vorsicht. In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Dort lungern mitunter finstere Gestalten herum. So tief ist das gar nicht. Und ich bin viel finsterer als ihr. Wir sind nur hier, weil wir gerade die Arbeit schwänzen. Ja. Voll finster von euch. Man kann doch nicht nur schuften. Ja. Diese Gasse ist uns heilig. Tagsüber ist es hier menschenleer. Ja. Vorsicht! In diese Dann Seite sollen wir offenbar tagsüber wiederkommen. Danke für den Tipp, aber ich weiß nicht, ob ich hier tagsüber demnächst wiederkomme. Dennoch. Jetzt muss ich vor allem dran denken, meine eben gerade waren die Seitengassen noch ergraut. Jetzt war ich aber schon drin und entsprechend sind nicht mehr grau. Und deswegen muss ich gucken, beim nächsten Mal, wenn ich hier Tag bin, dass ich auch rangehe und das nicht vergesse. Hier war ich noch gar nicht und da kam ich nicht rein. Hier kam ich nämlich auch nicht rein. Ah, egal. Ab zum nächsten Punkt. Da lang. Die war doch eben noch bei der Honeybee. Hey, Johnny. Ich würde eine Nebenquest machen. Bist du wieder aktiv wieder vielleicht? Aha. Verdammt! Sie hat mich eiskalt durchschaut. Ich kann deine Nebenquest nicht mehr. Oh, ich habe, glaube ich, echt das dumme Gefühl, ich habe deine Nebenquest verpasst gerade, weil ich. Das ist ärgerlich, wenn das so ist. Das wäre echt ärgerlich. Ich brauche Empfehlungsschreiben. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Dieser hier. Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Okay. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne... Was kann ich euch lieben denn heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig werden und... Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Oh.
Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Ey, Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Ipfelchen. Wird's bald? Ich hab Handschuhe an, das ist völlig aufgefallen. Völlig verspannt. Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Das haut mich gerade ein bisschen aus den Latschen irgendwie. Was ist denn hier los? Das ist ja für eine Frau. Allein schon die Aussage mit der Platte und den Brüsten habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet in dem Spiel. Und das wirft ein Stück weit auch meine Predictions für die Honeybienen zurück. Zwar auf andere Art und Weise, aber okay. Ist okay. Das Geld habe ich ja. Nehme eine Premium-Massage. Weil dann ist sie bestimmt. Ich habe zwar kein Geld mehr, aber es ist egal. Komm, ich bin mal so. Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Ja? Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Da lege ich mich hin für den Finger mal. Was soll? Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Fingermassage so hammermäßig toll sein soll. Und hier wird eine gewisse Erotik reingebracht, die ich auch damit nicht in Verbindung bringe. Aber vielleicht bin ich auch nur komisch. Wer weiß. Komm schon. Entspann dich. Ich bin auch ganz vorsichtig. Nanu, hat's wehgetan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Das. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Was? War das jetzt nur eine Hand oder waren es beide? Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Ja, sagt er. Also, wenn das mal nicht eindeutig zweideutig war und so, aber... Ja, war... Ich bin bist sie. Bist du okay? Ja. Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Ich bin sprachlos. Da kann man sich dran gewöhnen, was? Okay. Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Aber ich spiele jetzt echt einen anderen Charakter. Das gibt's ja gar nicht. Das geht gar nicht. Cloud, ich... Alles in Ordnung? Ja. Ich bin mir nicht so sicher. Das war... creepy. Irgendwie total creepy. Ich brauche
eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Ja, ich habe 3000 Euro bezahlt. Gilt. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Und doch sonst nicht. Kiefers Konkurrenz. Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Verstehe ich. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Ja. Ich würde sagen ja, aber ich finde es okay. Das ist auch praktisch. Sieht das wirklich nicht aus. Bequem, wer weiß, keine Ahnung. Ich kann sowas nicht beurteilen. Ich ziehe sowas gar nicht an, um das verlegen zu können, um einen Erfahrungswert zu haben. Schockierend, ich weiß. Wenn sie auf die das Fresse. Sagt. Also, mir gefällt's. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen. Okay? Wollen wir nicht. Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Hm. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Ei. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Will ich gar nicht. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Corneo Cup. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Also jetzt mal rein das Ingame technisch zu betrachten. Jetzt muss ich... Ich meine, jetzt ist schon knapp, die zur Brautschau sich anzumelden. Jetzt muss ich vorher noch ein Turnier gewinnen, was wahrscheinlich auch schon gerade läuft und so. Alles, wir sind sehr eng bemessen, um das jetzt im Pace zu schaffen, glaubwürdig. An der Stelle ist also in gewisser Weise dieses Aufpusten der ganzen Mission und so weiter vielleicht nicht unbedingt das angebrachteste, sinnvollste, was er machen konnte, aber sind auf den Wallmarkt. Die sind ja bloß zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Echt Selbstvertrauen mal. Ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ich meine, dass ich jetzt hier von mir aus rumlaufen kann, wie ich will, oder zumindest denke ich das mal, ist eine andere Geschichte. Das ist meine persönliche Entscheidung, das ist ja die spielerische Freiheit in dem Sinne, die man in diesem Schlauchlevel halt eigentlich nicht so nennen kann. Aber wie gesagt, ingame-technisch, von der Story aus, das ist ein bisschen eng bemessen, das Ganze. Finde ich nicht ganz so passig irgendwie. Oh, der Weg gabelt sich. Es ist ja immer noch Nacht, richtig? Die Sonnen sind aus, also muss es ja wohl Nacht sein. Im Sinne von, wenn ich jetzt zurücklaufen will, aha, um noch ein paar Medaillen mit zu erspielen, kann ich das wahrscheinlich vergessen, weil das immer noch nicht passierbar ist, der Weg in die Kindergeheimhöhle. Dann nochmal kurz hier angucken, was hier so los ist und hier sind ja mehr Menschen unterwegs, als ich dachte, zur späten Stunde. So, und das wär's schon, oder? Ah, da wird nichts weiterkommen. Okay, ich wollte mal ganz kurz gucken. Macht eure dubiosen Geschäfte weiter, ist okay. Und ich glaube, das war gerade die komische Mutter, Frau, Freundin von dem Typen vorhin. Sah zumindest von der Frisur genauso aus. Wer weiß das schon so genau? Interessante Musik übrigens gerade. Nicht original aus dem Spiel. Hat aber Anleihen, glaube ich. Ich glaube, das ist doch vertraut vor irgendwie, aber es ist ein anderes Stück, als ich jetzt jemals gehört habe. Ah, finde ich gut. Hat Atmosphäre. Aber wir wollen ja jetzt in der Questreihe weiterkommen. Da komme ich. Ah, siehst du, das ist der Materialarm. Da war ich noch nicht drin. Das ändern wir jetzt. Ah ja. Alles klar. Catpass Original, da brauchst du da. Hast du das Schild draußen gesehen? Bei mir gibt's Materia. Ohne Witz jetzt. Und mehr nicht. Versiegelung. Schlafstumm, Tobsucht. Nutzt kein Schwein, werde ich niemals machen. Würde es trotzdem ganz gerne eigentlich haben für die Sammlung, aber geht auch nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Warte, was gab's dort? Ein MP und achso, ja. Das Übliche, haben wir alles. Besten Dank. Ebenso, denke ich.
Dann haben wir auch diesen Laden abgeklappert und hier nach links einmal. Da ist bestimmt wieder was, wo ich nicht durchkomme, weil irgendwie am Weg steht. Ich kenne das ja inzwischen hier. Aber ich bin halt nur mal nachts da. Und ich meine, ich komme noch mal hierher, storytechnisch, im Original, nachdem ich hier gewesen bin. Oh. Hä? Was? Ist da was? Hallo?